Ja, hallo, grüßt euch, da ist der Peter von der Subgrade. Ich habe heute meinen letzten Arbeitstag vor der Weihnachtszeit und will einen kleinen Einblick geben, was ich gerade so fabriziere. Ja, wie ihr seht, ist hier irgendwie so eine Leiste. Das zeigt die Dübelleiste jetzt mit 2D-Einstellungen. Das heißt, ich kann die Dimensionen wechseln in 2D, ich kann sie wechseln in 2D plus 3D. Das heißt, wenn ich jetzt schließe, dann wird mir auch die 3D-Leiste erzeugt. Ich kann auch alles nur in 3D darstellen und habe hier die Möglichkeit, die Dübelleiste abzusetzen. Ja, das ist natürlich noch lange nicht alles. Ich kann natürlich wieder auswählen, ob hier die Leiste oder nur in Linie angezeigt werden soll. Ich kann die Dimension verändern, also die Polygone. Aber eigentlich ist jetzt neu, dass ich einen Backstep gehe und die 2D mit hinzufüge oder 2D plus 3D und habe dann die Möglichkeit, gleich die Beschriftung mit abzusetzen. Die kann ich hier verschieben, zum Beispiel hierher. Habe die Möglichkeit, Kurztext oder Langtext auszuwählen, also je nachdem, was ich hier beschriften möchte. Ich kann natürlich die Schriftgrößen verändern, sagen wir mal Schriftgröße 1 oder 2, je nachdem. Man merkt schon, wenn ich jetzt absetzen würde, wäre das viel zu groß. Aber bei Einbauteilen ist es sehr oft üblich, dass die Einheit nicht in Meter, sondern in Millimeter angegeben wird. Und dann sind wir wieder in einem schönen Bereich und haben automatisch sozusagen unsere Zahlen direkt an der Dübelleiste. Wir können sie die Zahlen nach oben oder unten verschieben, wie wir wollen. Und wir haben immer den Anfangs- und den Endpunkt von der Dübelleiste. Das heißt, wenn wir sozusagen das Ganze jetzt kopieren würden und haben hier mehrere Dübelleisten an einem Durchstandsbereich, dann würden wir ja auch genau wissen, wo ist denn die Dübelleiste zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt hier 9 Bolzen. Es könnte ja sein, dass wir hier eine 4er-Dübelleiste haben und eine 5er oder eine 2er, 2er, 3er, 2er. Irgendwie sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und so weiß ich gleich immer, okay, es sind in diesem Fall 3 Dreier-Bolzen. Genau. Und so ist es aufgeteilt. Das Beschriftungsbild ist natürlich in 2D und das kann nur erscheinen, wenn man 2D plus 3D auswählt. Ansonsten nur 3D oder nur 2D ist natürlich auch möglich. Wenn wir nur 2D auswählen, dann haben wir halt die performance-sparendste Methode, aber keine BIM-Variante. Genau, und da muss man halt einfach abwägen, was brauche ich, was ist für meine Planung das Richtige. Und dann könnt ihr sozusagen mit der neuen Dübelleiste dann sehr viele Optionen auswählen. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, den Layer abzuändern. Ihr könnt es dann, da bin ich noch dabei. Ich schaue noch, dass ich die Folien mache, dass man das Ganze auch von der Seite in der 2D-Darstellung anzeigen soll. Also wie gesagt, ich bin noch dabei. Deswegen jetzt den Bug in Anführungszeichen ist kein Bug. Ich bin einfach noch nicht so weit. Also ich möchte natürlich die Dübelleiste von vorne oder von der Seite anzeigen lassen. Und dann springt sozusagen gleich der Platzhalter ein und sagt, Moment, jetzt bist du ein Platzhalter. Denn die Dübelleiste, die von der Seite oder von vorne irgendwo dargestellt werden sollte, die darf natürlich nicht mit ausgewertet werden. Deswegen hier Platzhalter. Und dann kann ich wieder in die Draufsicht wechseln und den Platzhalter deaktivieren. Ja, so ist es momentan. Auch ganz neu natürlich hier mit Anleitungsbutton. Also die Anleitung wird auf der Homepage gestellt, so dass immer das neueste Video auf der Homepage zu sehen ist, wenn man denn die Anleitung benötigt für die Dübelleiste. Weiteres Subparts hier, der Riesen-Button jetzt mit dabei. Die Dübelleiste wird allerdings im nächsten Jahr trackingfrei sein. Das heißt, ihr könnt die wahrscheinlich überall herunterladen, sei es im Allplan-Forum, sei es in meinen E-Mail-Beschriftungen, Signaturen heißt es genau. Überall werde ich das hinhängen in jeden Newsletter, dass ihr die Dübelleiste einfach mal probeweise ausprobieren könnt. Keine versteckten Kosten für euch. Und ja, und dann schauen wir mal, ob das Jahr 24 für euch erfolgreich wird. Die Dübelleisten werden es euch möglich machen, kostenfrei, keine versteckten Kosten. Probiert es aus und ich hoffe, wenn ihr mit der Dübelleiste zufrieden seid, dann werdet ihr auch weitere Subparts herunterladen, alle kostenfrei. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich so viele Kunden wie möglich erreiche, damit ich auch weiterhin die Durchstandsbewährung und auch die anderen Subparts kostenfrei anbieten kann. Genau soweit. So gut, das ist sozusagen jetzt mein letzter Arbeitstag und ich hoffe, ihr freut euch schon aufs Endergebnis. Seid gespannt, bis nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, vielleicht melde ich mich auf LinkedIn noch ein paar Mal. Dann Servus, ciao, euer Peter.